Hallo und herzlich willkommen zurück zu Witcher 3, wo wir bei einem Turnier eingeschrieben wurden. Als eines anderen Auftrags, bei dem es gar nicht unbedingt ums Turnier geht, sondern um Vivienne. Das Rennen des Turniers hat andere Regeln als die üblichen. Man tritt nicht gegen Kontrahenten an. Wogegen denn sonst? Gegen die Zeit. Der Wettkampfparcours beginnt in der Arena, führt rund ums Turniergelände und endet wieder in der Arena. Der Übungsparcours befindet sich jedoch außerhalb der Arena. Dahin gehen wir hin. Okay. Die Götter haben das Biest zur Strafe für unsere Sünden. Du solltest doch meine Klinge polieren. Aber das habe ich. Ich habe die ganze Nacht poliert. Guillaume, habe ich schon mal gesagt, dass es bei euch ziemlich schön aussieht. Diese Aussicht hier. Es ist alles bereit. Nun hör zu. Es ist nicht ganz einfach. An der Strecke stehen Attrappen und Ziele. Die Attrappen musst du mit dem Schwert, die Ziele mit der Armbrust treffen. Mit jedem Treffer, Schwert oder Bolzen, hast du mehr Zeit zum Abschließen des Parcours. Das mag einfach klingen, aber glaub mir, ich habe bei diesem Wettkampf schon viele Ritter schimpflich versagen sehen. Beim richtigen Rennen ist die Strecke mit Kampfrichtern besetzt, die dir Punkte geben. Fürs Erste kannst du aber ungestört reiten. Mhm. Los, schneller. Auf geht's. Ups, das war ein bisschen zu früh. Beziehungsweise da waren wir noch zu schnell, war eher das Problem. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen die Geschwindigkeit runternehmen, wenn wir zu diesen Viechern kommen. Nein, was, das war nicht getroffen. Schade. Deswegen üben wir das jetzt. Scheiße. Ja, warte mal, mit der Armbrust schießen kann ich, glaube ich. So. Weiter. Also das Schießen mache ich mir weniger Sorgen, aber die Typen angreifen. Ups. Weiter so, Plätze. Versuchst du es nochmal? Ja, ich glaube, versuch's nochmal. Es kann nicht schaden. No. Mit den Statuen müssen wir noch mal ein bisschen üben. Wir müssen nämlich da vorher abbremsen, weil so im Vollsprint da die Statue zu treffen ist schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und es ist, glaube ich, Zeit durchaus wert, da kurz vom Gas zu gehen, gewissermaßen. Ja, gut. Jetzt können wir wieder Gas geben. So, der nächste kommt dann hier. Okay. Und Plätze weiter. Okay, warte. Gut, weiter. Betrieb. Kurs, go. Okay, gut. Das war doch schon mal ein deutlich besserer Durchlauf als eben gerade. Langsamer. So, reicht es dir? Oder willst du noch mal reiten? Ich glaube, das war genug, danke. Ich komme später darauf zurück. Achso, ups, das war's falsch. Versuchst du es noch mal? Ich kann weitere Attrappen aufstellen. Nee, nee. Es reicht. Ich möchte mein Pferd nicht schon vor dem Turnier auslauben. Und wohin jetzt? Ich glaube, wir haben genug geübt. Ich glaube, es reicht mit der Überei. Kümmern wir uns lieber um deine Vivienne. Sie ist nicht mein. Noch nicht. Jetzt geh zum Anmeldezelt. Ruhm und Ehre sind gut und schön. Aber der Papierkram muss stimmen. Papierkram? Was muss ich denn für Papierkram? Das ist doch offensichtlich. Papierkram? Hä?
Schauen wir mal. Du kannst mich mal kreuzweise. Was hab ich dir denn getan, Mann? Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Wenn die Schlimmste sind, die Faulheit. Wir haben das Biest zur Strafe. So, dann gehen wir mal zur Anmeldung. Wir sind den Traditionen abgeholt. Okay. Er schleicht durch die Straßen. Was ist alles schlecht? Hallo? Seine Dokumente. Notiz vom Turnier, scheinbar. Internationales Ritterturnier dem Schirmerschaft von Herren Vivien de Tabry. 1275. Registrierte und qualifizierte Teilnehmer. Grégoire de Gorgon, letztjähriger Turniersieger. Er nimmt nicht am allgemeinen Wettbewerb teil, sondern kämpft erst am Schluss gegen den Kandidaten mit den meisten Punkten. Alles deutet darauf hin, dass Grégoire seinen Titel verteidigen kann. Anseis, Prinz von Lyrien und Rivien, zum dritten Mal miteinander dabei. Horm Ackersbark, Prinz von Mecht, angeblich vom Blut des Kreises Emir, zum vierten Mal Turnierteilnehmer. Baron Palmerin de Launfort, zum sechsten Mal Turnierteilnehmer. Donimir von Troja, Dredanischer Ritter, nimmt zum ersten Mal ein Turnier teil. Reinfahren war von Atre, zum siebten Mal Turnierteilnehmer, Gewinner des Turniers 1269. Guy de Boyfresse von Metina, zweiter Vetter von Rena de Boyfresse, ein erfahrener Ritter der ledigen Herren, zum dritten Mal beim Turnier. Devon von Craigiau, ein junger Ritter, nimmt erstmals am Turnier teil. Tails von Dorndal, Ritter des Ordens der Flammenrose, nimmt erstmals am Turnier teil. Lilinos von Metina, zum dritten Mal beim Turnier. Guillaume de Lornfall, Neffe von Barbaron Palmerin, nimmt erstmals am Turnier teil. Spiel hinzugefügt, Guillaume hat seinen Turnierplatz aufgrund einer Verletzung an einen anderen Ritter übertragen. Na gut, der ist hier, mein Herr. Warte mal. Das Wappen kommt mir bekannt vor. Das andere Wappen kommt mir auch bekannt vor. In den Adern. Hallo. Ich möchte mich anmelden. Natürlich. Doch zuerst die Formalitäten. Auf Guillaumes Anforderung habe ich mich mit deiner Geschichte in heraldischer Hinsicht befasst. Ach was. Und was hast du rausgefunden? Meinen Nachforschungen zufolge kannst du als Gerald von Riva teilnehmen. Also sowas. Oder als der ehrenwerte Ravix von Vierhorn. Wir haben selten Teilnehmer, die sich zweier Wappen rühmen können. Welches ziehst du vor? Ja, okay. Wie hast du denn den zweiten Namen gefunden, Mann? Ravix von Vierhorn? Wie hast du den ausgegraben? Hier in Toussaint nehmen wir Heraldik sehr ernst. Es brauchte nur einen einzigen Besuch in den herzoglichen Archiven, um die erforderlichen Informationen zu finden. Unter dem Namen Ravix von Vierhorn hast du am Fest zu Ehren von Prinzessin Pavetta, Tochter von Königin Calante von Zintra, anlässlich ihres 15. Geburtstags teilgenommen. Das stimmt. Ja, aber das war eher so eine Spaßveranstaltung, diesen Namen zuzunehmen. Ich wüsste gern, was du über Gerald von Riva so erfahren hast. Im Jahre 1267 wurde ein gewisser Gerald, Mitglied der Hexergilde, von Königin Meve zum Ritter geschlagen. Er erhielt den Namen Gerald von Riva. Dies geschah als Ehrenbezeugung nach besonderen Verdiensten in der Schlacht um die Brücke über die Jaruga. Du wirst wohl wissen, von welcher Schlacht ich rede. Ja, die alten Zeiten. Kahir und ich führten eine Handvoll Nordlinge gegen ein nilfgaardisches Bataillon. Wir haben die Schlacht nur gewonnen, weil wir unbedingt über den Fluss mussten. Ich finde, wir sollten das schon ernst nehmen und so und nehmen als Gerald von Riva teil und nicht als Ravix von Fjord. Auch wenn es lustig ist, dass es geschafft hat, das auszugraben und die Rüstung und so lustig ist und das von der Farbe besser zu unserer bisherigen Rüstung passt, aber... Ich bin Gerald. Ich werde nicht unter falschem Namen kämpfen. Du magst nun den Schild mit deinem Wappen nehmen. Ich bin ein Hexer. Wir kämpfen nicht mit Schilden. Wer spricht denn von Kampf? Der Schild ist ein Andenken an deine Turnierteilnahme. Du darfst ihn mitnehmen. Tja dann. Vielen Dank.
Sind dir die Herausforderungen, Preise und Eide des Turniers bekannt? Wenn nicht, so lass mich dir davon künden. Die Herausforderungen wissen wir schon, haben wir mit Geomna schon drüber geredet. Preise, interessiert mich eigentlich gar nicht so. Aber erzähl mal was über diese Eide. Was hast du da von Eiden gesagt? Es ist Brauch, dass die Ritter Eide ablegen, welche für die Dauer des Turniers gelten. Man schwört auf etwas, das für die Tugend steht, die einem am wichtigsten ist. Okay. Gut, ich weiß schon Bescheid dann. Ich glaube, jetzt weiß ich alles, was ich je über Ritterturniere wissen wollte. Trefflich. In diesem Fall musst du deinen Eid leisten. Worauf willst du schwören? Beim Straps der Herzogin? Lieber nicht. Ich schwöre bei meiner Liebsten Triss Merigold. Ich schwöre feierlich bei Triss Merigold, der Heldin meines Herzens, dass ich die Rittertugenden im Wettkampf achten werde. Mögen die Götter dir bei deinem ruhmreichen Unterfangen beistehen. Bitte unterzeichne hier und fülle diese Formulare aus. Mehr brauche ich von dir nicht. Nun wirst du mit angemessener Rüstung versehen, so wie von Guillaume arrangiert. Ich hab schon eine Rüstung, Mann. Hübsch. Außerdem erhältst du für die Dauer des Turniers ein Zelt. Das findest du bei der Arena. Viel Glück! Hübsche Rüstung, keine Frage, aber schwere Plattenrüstung. Weiß nicht, ob das sowas für mich ist. Nee, ich zieh wieder meine Rüstung an. Sorry. Wir müssen die nicht tragen, wir können die auch als Andenken behalten. Da fühle ich mich einfach zu unbeweglich drin. Frittierte Endriagendrüsen! Hundetitten! Greif zu! Solange sie warm sind! Vielleicht treffen sie dieses Jahr wieder an Zuschauern! Oh, Pammerin ist hier. Wir hatten ja auch schon gelesen, dass er am Turnier teilnimmt. Geralt, also sowas, ist aus dir ein fahrender Ritter geworden? Ja. Spaß beiseite. Ich bin beruflich hier. Nimmst du auch teil? Ob ich teilnehme? Haha! Ich werde reinfahren von Atre hinwegfegen. Gerade habe ich ihn noch gesehen, ein Nervenbündel. Stopft sich die Nase mit Fistech voll, als könnte ihn das stehlen. Ist denn das regelkonform? Wer will schon einem Nilfgaarder beibringen, sich an die Regeln zu halten? Hör mal, Geralt, ein Rat. Leider wird bei deinem Zielschießen-Duell die Sonne dir genau ins Gesicht strahlen. Das ist mir völlig einerlei. Aber toll ist es nicht. Wir müssen doch jetzt beide warten. Spielen wir derweil eine Runde Gwind. Wenn du gewinnst, tausche ich mit dir. Ich komme aus dem Süden, mir macht die Sonne nichts. Klar, spielen wir noch eine Runde Gwind. Anscheinend wird auch auf Ritterturnieren Gwind gespielt. Gwind, sag ich nie nein. Gut. Oh. Selbst auf Ritterturnieren wird Gwind gespielt. Oh Mann, so. Okay, du hast ja nicht ganz so überragende Karten, Palmerin. Nicht, dass ich mich beschwere darüber, aber mit einer Zweierkarte ohne Effekte und alles rauszukommen, ist jetzt nicht so das, was ich jetzt erwartet hätte. Aber er hat, glaube ich, noch genug andere Dinge zu tun, als sich ein super Top-Gewinnblatt zu besorgen. Wahrscheinlich liegt es einfach daran. So. Na schön. Ach. Hast du zwei davon, aber immerhin keine Hand gehabt. Naja. Aber mit nur zwei musst du noch eine Karte spielen. Von daher. So. Cirilla, Fiona, Ellen, Rhiannon. Sehe ich da.
Habe ich irgendwas, mit dem ich 15 Punkte auf einmal generiere? Ich fürchte nicht. Selbst mit Yennefer generiere ich genau 15. Und da machen wir Yennefer, Spion wiederbeleben und dann wird er wahrscheinlich passen. Weil eh vorne Licht, aber wir haben noch Karten gezogen wenigstens. Ja. Okay, sieht aus, als ob wir in der Pferdkampfreihe einiges hinstellen würden. Dann tun wir das auch. Boah, die gefährlichen Elfenscharmützen hat er. Krasser Typ, Palmerin. Krasser Typ bist du. Was für ein Zug? Okay. Also du möchtest das Wetter selber aufheben. Haben wir denn das korrekte Reihenfolge wäre gewesen? Erst das Eis aufheben und dann den Nebel spielen, damit es mich stört. Aber, naja. Anscheinend wollte mich gewinnen lassen. Gratulation. Wir tauschen wie vereinbart. Das war wirklich kurzweilig. Die Herrin Vivienne kommt sicher jeden Moment. Es ist Zeit. Ich muss zur ersten Herausforderung. Viel Glück. Edle Ritter, ich begrüße euch. Dieses Jahr ist die Ehre und Pflicht, dem Turnier als Patronin vorzustehen, mir zugefallen. Möget ihr ehrenhaft kämpfen, auf dass ich einem von euch den großen Preis des Turniers verleihen darf. Ihr habt eure Eide geleistet und Körper und Seele vorbereitet. Es ist an der Zeit, dass ihr euch bewährt. Seht nur, Horm Akerspark von den Mechtinern. Ui, wird das schwierig. Die Reime zu Wienern. Nun muss er treffen, die Ziele in Blau. Tunlichst rapide und auch sehr genau. Gegen ihn sehen wir ein neues Gesicht. Gerald von Riva, den kannte ich noch nicht. Warst du nicht beim Schermerkampf letztens schon da? Und hast versucht umzureimen? Nehme getrost jene Ziele in Rot aufs Korn und treffe recht viele. Möge der Beste gewinnen. Dein Preis, Herr. Eine Armbrust, die dein Wappen trägt. Ich gratuliere dir. Danke, Herrin. Mein Hexermedaillon vibriert stark.
Das kann nur eins bedeuten. Magie. Die Erklärung ist sicher eine Enttäuschung. Der Duft, den ich benutze, wird von einer Zauberin angemischt. Gegen jemanden wie dich zu verlieren, ist auch eine Art Sieg. Nimm auch meine Glückwünsche entgegen. Ach, danke. Danke. Fairer Verlierer. Gut gemacht. In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, welches Zelt die Herrin Vivienne bewohnt. Vielleicht findest du da was Aufschlussreiches. Du hattest recht. Vivienne steht unter irgendeinem Fluch. Das habe ich gemerkt, als sie das Turnier eröffnet hat. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Ja, gehen wir. Das ist ihr Zelt. Geh rein und sieh dich drinnen um. Ich rufe wie eine Eule, wenn jemand kommt. Okay. Klauenspuren. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh war. Nur, dass es groß war. Ein Tiegel mit Tarnsalbe. Hier ist mächtige Magie am Werk. Von Locken gebrannt. Deine Lippen. So. Das ist ja das von der Zauberin zubereitet, was ihr erwähnt hatte. Mäzenersalz. Damit macht man Kompressen. Pirolfeder. Hält Vivienne sich einen Vogel? Wenn ja, hier ist keine weitere Spur von ihm. Ruxe mögen Vögel. Ausgaben Blato bis Feen. 14 Ellen Stoff, 80 Kronen. Schuhe Drachenhaut, 140 Kronen. Rennsattel, 280 Kronen. Zaubersalbe, 1400 Kronen. Wow. Ich hab mein Geld ausgegeben für Zaubersalbe und noch so ein paar Sachen, die auch relativ teuer waren, aber nicht so krass. Okay. Da kommt jemand. Rasch! Du wolltest doch wie eine Eule rufen. Wir reden später. Jetzt müssen wir zurück zum Turnier. Zeit für den zweiten Wettkampf. Meine Herren, was sucht ihr im Zelt meiner Herrin? Inspiration? Hebt euch hinweg! Was habt ihr da drin getrieben? Turniersachen, nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges. Wir wollten eigentlich mit Herrin Vivienne wegen dem Turnier reden. Sind die Edelsten, nah und auch fern, versammelt, um heuer eins zu tun. Zu suchen und finden Ehre und Ruhm. Möge das Glück heute mit ihnen sein, während wir uns ihres Anblicks erfreuen. Palmerin, der Baron von Longfall. Linos von Metina. Der die Billigrüstung von einem Zwerg in Wählen hat. Fahren von Atre. Kaspark von Mecht, Donimir von Troja, Guy de Bois Fresnay im Dienste der Herzogen, Delvin von Kregiau, Graf Tai von Dorndal, Anseis, Prinz von Lyrien und Rivien, Gerald von Riva. Einen Riesenapplaus für Grégoire de Gorgon. Der Stille zog letztes Jahr siegreich davon. Der Ritter, der heute sich qualifiziert, siegt erst, wenn er über Grégoire triumphiert. Lasst euch am besten von einem gescheiten Barden durch all die Turnierregeln leiten. Du wagst es, dich in ein Turnier für Edelleute einzuschleichen? Hä? Es war meine Mutter Mewe, Königin von Lyrien und Rivien, die dich in den Ritterstand erhoben hat und die du wenige Tage darauf so schmählich verraten hast. Deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Ehre. Und deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Augen?
Wenn du fertig bist, geh beiseite, Prinz. Unsere Herren und Patronen begrüßt das Turnier. Vivienne, Schönheit betörender Zier. Seid von Herzen gegrüßt, werte Ritter. Möge mein Vorsitz euch leiten und den Pfad von Ehre, Tapferkeit und Ruhm weisen. Nimm meine guten Wünsche entgegen, Herr. Widme dein Können dem Turnier und nur dem Turnier. Ritter, nun ist es endlich soweit. Sehr subtil. Sitz also auf und mach dich bereit. Damen und Herren von edler Geburt, bald schon verfallen die Rappen in Spurt. Wie müssen sie rasen, um's zeitig zu schaffen? Ja, das ist ein Schauspiel zum Raunen und Gaffen. Seht, wie die Schute von Geralt dahinfliegt und seine Frisur sich adrett in den Wind schmiegt. Plötze. Los geht's. Beweg dich. Und los geht's. Es donnern die Hufe, es donnert Applaus. Nun wird es sich zeigen, wer prescht wohl voraus. Diesmal ist der Weg aber eine ganze Ecke länger als bei dem Probefahrt. Ups, da hab ich nicht mitgerechnet, dass da was unter diesem Baum ist. Schade. Geht gut los. Ich kann es kaum erwarten, meinen Abgang zu geben und dann. Was? Wie hab ich das denn verfehlt, Mann? Ernsthaft? Alter, das habe ich aber ganz schön verkackt anscheinend. Oder ich habe irgendwas übersehen, aber... Eigentlich dachte ich, ich hätte das alles im Blick. Das müssen wir nochmal machen. Das wird so nix. Hä? Also muss ich aber irgendwas groß übersehen haben, wenn die Zeit so extrem schnell schon runter war. Und wir haben gerade mal so ungefähr die Hälfte von der Strecke hinter uns. Okay. Da muss ich irgendwas übersehen haben, glaube ich. Ich hätte auch ein bisschen was von den ersten beiden Dingern treffen können. Zugegebenermaßen, aber. Und los geht's! Es donnern die Hufe! Es donnern Applaus! Nun wird es sich zeigen! Wer prescht wohl voraus? So, hier ist schon das erste. Diesmal wollen wir das vielleicht mitnehmen. Ich kann es kaum erwarten, und dann in den Kopf. Los, weiter, schneller. Wieso habe ich das schon wieder verfehlt? Sag mal. Gott. Verdammt. Ja, wir sind schon wieder in der gleichen Scheißsituation wie eben. Müsste eigentlich einfach nur mal einen von den Viechern treffen. Also, ich habe das schon vor Sekunden gedrückt. Was hast du heute mit Input-Lag für ein Problemspiel? Meine Güte. Man hätte ich früher abbremsen müssen und sowas alles, aber verdammte Axt. Gott, sorry, aber irgendwie verfehle ich die ganzen Scheißstatuen. Zu bresig. Es donnern die Hufe, es donnert Applaus. Nun wird es sich zeigen, wer prescht wohl voraus? Das war die falsche Seite. Einfach Geralt. Yay, yeah, ich hab mal eins getroffen. Das ist ja mal was ganz kreativ Neues.
So, was nochmal machen? Nein, wahrscheinlich. Scheide. Was war da? Rechts, Plätze. Ziegen aus dem Weg. Ach. Da! Wieso bremst du nicht ab, Plätze? Fuck! Plötze, wenn ich nicht mehr auf Rennen drücke, dann gehe ich davon aus, dass du abbremst und nicht erst 300 Meter später, Mann. Gottes Willen, Mann. Diesmal nicht wieder in die falsche Richtung schlagen, aber da habe ich glaube ich noch unnötig mehr Zeit verloren. Auch nicht ganz abbremsen. Natürlich könnte ich auch versuchen, ganz abzubremsen, aber das kostet auch wieder nur unnötig Zeit, die wir nicht haben. Los. War ich selbst gerade ein bisschen überrascht, dass ich das mal getroffen habe. Jetzt mal gehen wir links Plätze. Hey, Geralt, was meinst du mit diesmal? Ich glaube, damit haben wir eigentlich fast schon genug Reservezeit, um einfach durchzureiten. Dann werde ich trotzdem weiter versuchen, hier die Dinger auszuschalten. Wow, oh, auf einmal treffe ich Sachen. Ich weiß nicht, was da los ist. Los, weiter. Weiter. Was hast du wieder nicht abgebremst? Okay. Jetzt müssen wir noch üben. Oder wir treffen die einfach im vollen Galopp. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Nein, ist das knapp! Kann er schnell genug sein? Die Spannung. Mach langsam. Tja, das hat ein paar mehr Versuche gebraucht, als ich dachte. Sorry. Was für ein Rennen! Ein großes Abenteuer! Feiern wir, zünden wir helle Freudenfeuer. Zu Ehren der ruhmreichen Ritter, habt Acht, feiern wir nun die ganze Nacht. Um die Teilnehmer zu ehren, wollen wir Folgendes verzehren. Die besten Speisen, die feinsten Weine. Wer noch lebendig, der holt sich das Seine. Gratulation, hier nimm deinen Preis, einen Sattel mit deinem Wappen. Vielen Dank.
Übrigens hat mein Kammermädchen gesehen, wie ein weißhaariger Mann aus meinem Zelt geschlichen kam. Du weißt nicht zufällig, wer das war? Keine Ahnung. Wie kindisch. So, das wird... Gratulation zum Sieg. Und was für ein Sieg das war. Ich bereue fast gar nicht mehr, dass ich nicht teilnehmen konnte. Darauf müssen wir trinken. Komm mit zum Fest. Wir warten zusammen auf Vivienne. Geh du voraus. Wenn sie eine ehrliche Antwort von uns will, ob wir in ihrem Zelt waren, dann muss sie uns vorher erst auf unsere Liebste schwören lassen. Dann erzählen wir ihr vielleicht die Wahrheit. Und? Was hältst du von Vivienne? Sie ist umwerfend schön. Das meinte ich nicht. Es ist noch zu früh, um was Substanzielles zu sagen. Eins weiß ich aber sicher. Sie verwendet mächtige Magie und Illusionen zur Maskierung. Willst du behaupten, dass sie in Wirklichkeit anders aussieht? Bislang rate ich nur. Ich habe ein paar Hinweise gefunden. Und mir stellt sich die Frage, ob deine geliebte Vivienne nicht eine Bruxa ist. Eine Bruxa? Du meinst, eine Vampirin? Ich bin noch nicht sicher. Wir haben noch Zeit, bis Vivienne kommt. Trinken wir. Okay. Auf Vivienne. Mögest du einen Weg finden, ihr zu helfen. Auf Vivienne. Ach, als ich sie zum ersten Mal sah, verstand ich plötzlich, was die ganzen Gedichte und Balladen sollen. Liebe ist nicht nur Poesie. Manchmal ist sie Prosa und manchmal sogar richtig hässlich. Das sagst du nur, weil du Vivienne nicht so kennst wie ich. Ein Leben an ihrer Seite wäre der Himmel auf Erden. So gut kennst du sie doch auch nicht. Deine Anwesenheit bei diesem Turnier ist eine Beleidigung meiner Ehre. Ich bestehe auf Satisfaktion. Dann geh doch ins Bordell. Feigling, berittener Kampf in der Arena. Ich fordere dich heraus. Ah, gut. Da du darauf bestehst, ich bin ganz dein. Du sollst noch bitter bereuen, dass du die Armee meiner Mutter einfach verlassen hast. Möge das Blut, das ich vergießen werde, die Schande deiner Feigheit abwaschen. Ey, jetzt übertreibt man nicht. Bringen wir es hinter uns. Schnell. 3, 2, 1. Hilf! Jetzt übertreibt man nicht, Mann. Ups, das war ein bisschen daneben. Schade. Ja. Ups. Oh, das ist ein schneller Plätze. Au. Ein Glück trifft er uns auch nicht. Ja. Das hat aber getroffen, ein bisschen. Ja, Geschwindigkeit aufnehmen. Danke. Platz. Das war die völlig falsche Seite, Geralt. Nein, nicht ganz stehen bleiben, danke. Au. Ja, das, ich sollte einfach nicht abbremsen, weil dann trifft er uns nur noch. Lieber ein paar Mal daneben. Ja, ich weiß nicht, die Verzögerung in dem Spiel zwischen wann ich drücke und wann der tatsächliche Schlag stattfindet, ist manchmal ein bisschen, ist ständig anders, habe ich das Gefühl. Und man weiß nie so richtig, warum. Deswegen ist auch berittener Kampf nicht so besonders geil. Weil im Kampf zu Fuß fällt das nicht auf, weil das halt da einigermaßen elegant alles ineinander übergeht und da relativ egal ist, wann der Angriff genau stattfindet. Aber wenn man halt nur ein sehr kurzes Zeitfenster für den Angriff hat, dann... macht das Spiel da nicht den allerbesten Eindruck, meiner Ansicht nach.
sprechen wir mal. Letztes Mal. Nein, das war ein bisschen zu spät. Ach. Gut, dass wir noch Gift auf unserem Öl haben. Also gut, dass wir noch Waffenöl auf unserem Schwert haben. Okay. Bin sicher, wie das nicht getroffen hat, aber gut. Die Götter haben mich mit einer Niederlage gestraft. Aus Gründen, die nur ihnen bekannt sind. Aber glaub nicht, dass deine Feigheit vergessen wird. Meine Güte, hörst du nie wieder auf? Das wird jetzt ein für alle Mal geklärt. Ich musste damals das Lager deiner Mutter verlassen, weil jemand anderes meine Hilfe brauchte. Und zwar dringend. Ich konnte und wollte diese Person nicht im Stich lassen. Ha! Das heißt also, du bist zu einer geheimen Mission aufgebrochen und hattest geschworen, sie niemandem zu offenbaren? So ähnlich, nur ohne Schwur. Und ich will die Einzelheiten der geheimen Mission immer noch nicht offenbaren. Kannst du das als Rechtfertigung akzeptieren? Du warst zum Zweikampf bereit und hast dich als wahrer Ritter bewiesen. Also nehme ich dein Wort als das eines Ehrenmannes. Danke schön. Das freut mich. So, jetzt habe ich zu tun. Kannst deine Mutter auch lieb grüßen? Mehr zu dieser Geschichte dann in Thronebreaker. Aber nicht jetzt. Diese herrliche Feier von Tapferkeit und Ehre erfreut mein Herz. Und auch euer Anblick, die ihr die Rittertugenden alltäglich pflegt und nach Größe strebt. Doch nach der Zeit des Kampfes kommt die Zeit des Friedens und der Rast. Also lade ich euch alle, die ihr beim Turnier gekämpft habt, zu einem Fest ein, das im Namen eurer Ehre gegeben wird. Wer von euch etwas Abgeschiedenheit wünscht, der kann sich in eins der privaten Zelte in der Nähe zurückziehen. Das Scharmützel wird morgen ausgetragen. Möge der Ruhm für jeden Einzelnen von euch in Reichweite sein. Der Beste unter euch wird die Ehre haben, gegen den Titelverteidiger anzutreten. Dies ist der ruhmreiche Grégoire de Gorgon, Sieger des letztjährigen Turniers. Nun feiert und lasst es euch wohl ergehen. Vergesst nur nicht die Prüfung, die morgen auf euch wartet. Verfolgen wir sie jetzt im Dunkeln? Folge ihr. Wir treffen uns vor dem letzten Wettstreit in deinem Zelt. Du musst ihr helfen. Ach, na schön. Aber wir folgen Vivien, glaube ich, dann erst in der nächsten Folge, wo wir dieses Turnier dann hinter uns lassen werden, so spaßig das ist. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.